Deutsche Debatten. Alter. Okay, ich möchte mit euch über ein ganz wichtiges Thema sprechen, das mich in letzter Zeit zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme sehr abfuckt. Disclaimer, das hier ist ein Meinungskanal. Es geht hier dabei um meine Meinung, nicht um Fakten. Wenn ich außersehen das Wort Fakt verwende, dann ja, hoffe ich, habe ich es rausgeschnitten. Es geht um eine Debatte, die aktuell wieder heiß hergeht, und über diese Debatte an sich will ich gar nicht sprechen, weil ich glaube, dass an sich das Thema nicht mal so wichtig ist. Aber es ist ein guter Aufhänger. Jules Video. So, wer ist Jules? Was für ein Video? Ja, es gibt einen YouTuber namens Jules, der sehr viel Meme-Content in Videos verarbeitet, die sehr hohe Verarbeitungskunst haben. Also da ist das, was ich hier fabriziere, ein Fliegenschiss gegen. Und die haben ein sehr krasses, hohes Niveau. Punkt. Bert, fertig aus. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Sind für eine bestimmte Zielgruppe gedacht, sehr, krass verarbeitet, wie gesagt, und da auch sehr humoristisch verarbeitet. Dieses ganze Video ist ein riesiges Meme und eine riesige, sehr abgefuckte und sehr, sagen wir, interessante Sicht auf Deutschland. Wir haben aber da ein kleines Problem und ich muss gestehen, beim Schauen dieses Videos bin ich bestens unterhalten worden. 1 Stunde und 30 Minuten lang. Dann wurde es ziemlich düster und er hat ziemlich viele Sachen aus dem Kontext heraus ziemlich bescheuert in Zusammenhang gebracht. Sehr ziellos, sehr, Quatsch halt. Es war einfach nicht wirklich zielführend. Aber die Frage ist, ist das wichtig? Was er da gesagt hat? Ja. Muss man das richtig stellen? Ja. Es ist aber wichtig, es so derbste wieder aufzuziehen, so wie es aktuell die momentanen Leute wieder machen auf Social Media, die meinen, die sind richtig unterwegs. Ich weiß nicht, was zurzeit los ist, aber das ist in so vielen Debatten im Moment das Problem, dass wir hier so radikal in jede Richtung sind. Und ich habe langsam die Schnauze voll, Freunde. Ich habe die Schnauze voll, ständig und immerzu mich radikal für eine Sache entscheiden zu müssen. Leute, ich finde die Scheiße, die er am Ende geschrieben bzw. gesagt hat, ebenfalls Mist. Es ist absoluter Quark, was er da hingeschrieben oder hingesagt hat. Es ist völliger Schwachsinn, dass wegen irgendwelchen Fahrraddingern in Peru irgendwie die Schulen irgendein Scheißproblem haben. Die Schulen sind schon seit Jahrzehnten abgeranzt und das wissen auch die jungen Menschen. Da bin ich mir sicher, weil die gehen auf diese Schule. Himmel, Herrgott. Fakt, wir sind vor 10 Jahren auf diese Schulen gegangen. Und das ist ein anderer wichtiger Punkt. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die Leute checken es immer noch nicht nach den 3 verkackten Landtagswahlen. Wisst ihr, wer die AfD gewählt hat? Junge Menschen, die durchaus wissen vielleicht, was los ist. Aber warum haben sie denn die gewählt? Stellt sich denn irgendwer diese Frage? Ich habe keine Ahnung. Es ist nur wichtig, dass sie irgendwie heißt, gegen die. Und ja, man muss gegen die AfD sein. Das sehe ich auch ein, Leute. Aber das Problem ist, habe irgendwie diese Transparenz zu, ich bin jetzt inzwischen nicht mehr diese junge Gesellschaft verpeilt. Ich habe die Ausfahrt nicht mitgenommen. Ich bin inzwischen fast 30, Freunde. Das hat nichts mehr mit Jungsein zu tun. Ich bin nicht mehr der junge Mensch, um den es da geht. Da geht es um Leute, die, ich sage jetzt mal, zwischen 16 und 20 Jahre alt sind. Ich bin beinahe 30. Ich gehöre nicht mehr im Ansatz zu dieser Gesellschaft, zu dieser jungen Gesellschaft. Da gehöre ich nicht mehr dazu, auch wenn ich es gerne würde. Aber bin ich halt einfach nicht. Wir mussten uns damals, als wir ignoriert wurden, als wir 16 waren und dann geheißen hat, die jungen Menschen. Wir wussten alle, dass die Politik, die gemacht wird, nur für die älteren Leute gemacht wird. Dass Renten unklar sind und so weiter. Ich arbeite aktuell einen Vollzeitjob und weiß bis heute nicht, ob ich Rente kriege. Ich glaube auch nach wie vor nicht daran. Bin ich ehrlich. Und das ist ein Problem. Ein fucking Problem. Aber zeitgleich haben wir zig andere Probleme jetzt noch mit dazu gekriegt, die neben den, ich sage jetzt mal, weltumfänglichen Problemen wie Klima eben auch noch existenzielle, greifbare, nahe Probleme sind, sodass wir nicht mehr in die große Philosophiewelt der, wir müssen alles Mögliche jetzt um uns herum retten, bevor wir uns selber retten, Debatte kommen. Als kleiner Einschub hier noch. Natürlich ist Klima ein weltumfängliches Problem, das definitiv auch existenziell bedrohlich sein wird. 100%. Keine Frage, das ist mir durchaus bewusst. Ich möchte hier nur nochmal klarstellen, es scheint ja auch eben andere Probleme zu geben, die uns durchaus in unserer Existenz noch zusätzlich bedrohen, die uns auch Sorgen machen und von denen wir uns scheinbar, zumindest von den Politikern, nicht wirklich gehört fühlen. Ansonsten würden solche Wahlen nicht zustande kommen. Das bloß mal schnell hinweg. Man kann da tiefer reindiven, das möchte ich aber gar nicht. Ich wollte das hier bloß nochmal festhalten.
Denn vielen Leuten geht es einfach nicht mehr so gut. Und das ist halt einfach ein Problem. Und das ist ein Problem, das wir aktuell in unserer Gesellschaft haben. Und ich check es nicht, wie man so hardcore nach wie vor diesen Leuten versuchen muss zu sagen, dass sie dumm sind, wenn sie AfD wählen. Das wird die bestimmt davon abhalten, zukünftig AfD zu wählen. Das wird bestimmt super. Das hat bestimmt schon immer geholfen, dass junge Menschen nicht trotzig werden. Ne? Ich glaube, wir waren alle nicht jung. Deswegen, ich verstehe nicht, wie so etwas möglich ist. Deswegen frage ich mich wirklich, wie können denn die ganzen Leute das in so einer Debatte immer noch darüber hauptsächlich sprechen, dass das ja aus dem Kontext gerissen, dass das ja Kacke ist, wie auch immer und so weiter. Ja, den kann man ruhig mal einem Punkt widmen, aber es gibt trotzdem Leute, die ziehen ihm dann eine komplette rassistische Schelle ums Eck und der ist rechts, den muss man scheiße finden, wer ihn nicht scheiße findet, der ist selber rechts. Und dieses Deklarieren von du magst ihn, dann bist du auf jeden Fall rechts. Du musst ja immer allen Ernstes, man hat das Gefühl, ob der Influencer, ein Entertainer, whatever ist, musst du denen seine komplette Lebensgeschichte am besten als Mitschrift einfach aufgeführt ist, wo jedes einzelne Wort, das diese Person gesagt hat, aufgeführt wird, musst du durchgelesen haben, überprüft haben und wenn da auch alles schön brav in der weißen Weste ist, dann darfst du ihn geil finden. Ansonsten darfst du dich schön krass verpissen. Und natürlich ist das nicht so. Das ist mir auch klar. Aber viele Menschen auf Social Media geben einen das Gefühl damit, dass man nicht irgendjemanden mit Ecken und Kanten mögen kann. Natürlich ist das nicht so, aber es gibt einen das Gefühl und dann habe ich erst recht keinen Bock mehr mit irgendwem zu reden. Ich frage mich wirklich, ich weiß, dass viele Leute, mich eingeschlossen, keinen Bock mehr haben, großartig zu diskutieren, weil sie der Meinung sind, die Leute hören einem eh nicht zu. Und ihr habt recht, aber warum auch? Wir wissen gar nicht, wie viele fucking Bots auf diesen gesamten Social-Media-Plattformen unterwegs sind, die mit irgendwelchen Programmen geschrieben werden, die nur dafür da sind, um mit dir das zu diskutieren. Ohne wirklich Sinn und Verstand. Und dann diskutierst du dort vielleicht stundenlang, ärgerst dich ein ganzes Wochenende lang drüber in deiner schönen Freizeit, warum dieses Arschloch es nicht eingesehen hat, weil er irgendeinen Grafen, den du ihm vorgeklatscht hast, den du feinsäuberlich rausgesucht hast, nicht akzeptiert. Aber es ist nur ein Bot, Mann. Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber wir wissen es halt nicht. Ich weiß, dass es nämlich solche Programme gibt, die Bots komplett erstellen lassen können, damit die nur darauf aus sind, gegen andere Menschen zu schreien. Das ist doch wahnwitzig, wie viel Energie wir in diese Diskussionen da rein verschwenden. Anstatt dass wir uns einfach mal die aktuellen Politiker darauf aufmerksam machen können, wieder, was denn wichtig ist, was denn die eigentliche Initiative sein sollte. Und ich weiß es ja selber nicht, weil sonst wäre ich fucking Politiker, Leute. Ich habe keinen Plan B für alles. Aber scheinbar gibt es irgendwas, was die jungen Leute so derbe auf den Sack geht, dass sie die AfD wählen. Oder wir müssen einfach dafür sorgen, dass die CDU, CSU, die SPD, die Grünen und Co., dass die alle auf diese verdammten Plattformen kommen wie TikTok und so groß werden, damit sie denen alles Mögliche reinschneiden und dann den kompletten Algorithmus versauen. Aber ich bin der Meinung, wir hatten auch eine Offensive, wo es dann geheißen hat, TikTok nicht den Braunen überlassen oder irgend so ein Scheiß. War doch auch irgendwas dieses Jahr. Und da hat es geklappt? Keine Ahnung, Mann. Ich bin nicht auf dieser Plattform. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber das ist, weil ich fucking alt bin und keinen Bock mehr und Nerven habe für diese ganzen alten Plattformen. Aber das mal nur so als kleiner Rant. Was ich mir nur wünschen würde, weil ich dieses Video nicht länger laufen lassen werde, ist, ich wünsche mir einfach nur, dass wir den jungen Leuten mal eine Frage stellen und sagen, was kotzt dich so sehr an, dass du die AfD wählst? Was ist dein Problem? Also warum wählst du diese komischen Deppen? Du bist doch smart. Und ich bin der Meinung, viele junge Menschen sind smart. Die haben ein realistisches Problem und dieses Problem müssen wir angehen. Und wenn weiterhin für alte Leute Politik gemacht wird und deren Renten, dann ganz ehrlich Leute, haben wir ein großes Problem. Denn dann werden wir alle zukünftig die eine Partei wählen, damit nicht die AfD gewinnt. Weil wir ganzen anderen Trottel, die hier uns wüst und was weiß ich was diskutieren, wir müssen dann wieder schauen, dass wir irgendwelche Kompromisse machen und dann eben ja das kleinere Übel wählen, damit nicht die AfD stärkste Kraft wird. Weil die jungen Leute sich weiterhin zusammenschließen werden. Das erstmal dazu. Vielleicht reden wir nochmal drüber. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin gespannt. Bleibt sachlich. Ich bin's auch gewesen. Hoffe ich. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, tut mir leid. Ciao. Servus.